Gott, will nicht, dass hier irgendwas schon passiert, aber so dieses, es ist mir nicht geheuer. So fühlt sich das hier gerade an. Der schon kommt, unser Lager wird sehr angegriffen. Ne. Ja, gut. Ey, der steht hier einfach bedacht. Krass. So. So. Miau. Stoffkleidung. Genau, da brauchen wir. Oh. Let's go. 25 zu 15. Halt, warte mal, was ist denn? Ich hab doch. Was ist denn das denn? Also, das war übrigens übel. Da. Arktische Tracht. Oh, oh. Also dreimal Stoff ist halt absolut lächerlich. Easy. Tschüss. Hat einmal angefasst, freut sich. Aber auch trotzdem einmal. Okay, kannst du mich auf jeden Fall mal bei uns unterstützen. So, sobald wir die Arktis haben, sind wir auch deutlich besser gerüstet für alles. Okay, tschüss. Wo steht meine Gesamtverteidigung eigentlich? Werte? Ach da! Verteidigung. 147. 47 durch die Ausrüstung. Naja. Mal gut. Halt, falsch. Dahin. Dann. Gut, und dann wollten wir bauen den Dreischussbogen. Angriff 40, Angriff 65, aber dreimal 40 im Vergleich zu einmal 65. Ich glaube, das ist eine relativ einfache Rechnung. Bogen. Geil.
haben wir jetzt auch 39 Pfeile sozusagen. Was ebenfalls verdammt. Okay, heißt, wir brauchen hier Parser. Immer noch keine Ahnung, wie ich den Parser herstelle. Kann aber auf jeden Fall erstmal einen kleineren bauen. Der kleinere, der kommt hier hinten hin, da wo niemand stört. Auch nicht. Okay. Gott sei Dank, ich habe schon kurz befürchtet, dass man das herstellt, indem man da ein paar reinwirft. Und dann Stoff. Den müssen wir nämlich auch noch bauen. Bin ich so gespannt, wie das wird. Und was wir da alles an Tieren bekommen. Ei einsetzen. Okay, ich muss das Ei mit dabei haben. Was haben wir denn hier? Eine Frucht des Ei. Ich kann wenigstens endlich mal rausbringen. Rausbringen, vor allen Dingen rausschmeißen. So. Etwas Großmütiges posiert darin. Irgendwie etwas alt. Auch nicht. Ja! Okay, nein. Ich meine, es war in meiner Welt nicht so dumm. Ich kann nur bewässern, kann ja wenigstens noch arbeiten. Ich mich noch mal dazu. Etwas was? Noch irgendwo einer? Ach, der hängt da hinten fest. Gucken wir gleich an, was ich hier so bekommen habe. Oh, Idiot.
Geil. Das gut gemacht. Ne? Foreshadowing und so. Deine Paarseele. Deine Übel. Tja. Hat er wohl gedacht, wa? Ich hab ihn vergessen. Tempo 0%. Als verstärken, nehmen wir gleich ihn. Geh mal dahin und mach gleich. Okay, außerdem, was ist denn hier Max? So. Und machen wir 15, dann machen wir mal den. Muss jetzt gleich auch noch mal gucken. Hab ich wo die Höhle war. Glaube ich irgendwo da. Hab ich nicht gemerkt. Tja. Was Blödes. Wirklich. Müsste eigentlich irgendwo da in dem Bereich gewesen sein. Halt. Luftkanonen gelernt. Okay. Ja, Moment. Der ist jetzt eine Luftkanone. Ja. Mannschaft als verstanden. Angriff. Du erstmal hier rein. Und du kommst mit. Und du kommst mit. Haben wir eine kleine, in Anführungszeichen, schlagkräftige Gruppe. Schauen wir mal, ob wir jetzt diesen Höhle. Ich mich auf jeden Fall daran erinnern, dass wir hier lang gelaufen sind. Nicht da hinten hoch? Ja, ne? Ja, da hinten war es. Euch das euch. Toll. So, erstmal eine Kleinigkeit vergessen. Einmal die richtige Waffe ausrüsten für sämtliche Eventualitäten im Bereich unseres Levels gerüstet. Da oben ist die Fackel, die haben wir noch drin. Wo ist die Höhle? No. Ach, als ob.
Als ob, wirklich. Was ist das denn? Ihn jetzt schon wieder aus irgendeiner komischen Entfernung gesehen. Wie? Ah, das ist also ein Dungeon-Eingang allgemein. Der löst sich nach einer Zeit, löst er sich halt auf, ja? Das war ja klar, weil da war ja auch eine Zeitspanne dran. Ja, richtig. Ja. Wisst ihr was? Ich krieg hier jetzt gleich richtig auf den Dreh. Voll im Weg gewesen. Da oben. Was? Halten am Fahrzeug ein. Könntest du bitte so nett sein? Ja. Sei doch hoch, mach du das mal bitte. Danke. Ach, Tatsache. Wie cool. Wir haben es befreit und dadurch hat es sich uns angeschlossen. Transport, Arbeit, Bergbau. Wenn dieser Paar sich allzu sehr entspannt, sinkt seine Reaktionszeit ins Bodenlose. Das ist wie mein Sohn. Nein. Ganz so schlimm ist es auch nicht. Auch wenn man ihn in Würfel schnitte, würde er wahrscheinlich erst am folgenden Morgen merken, dass er tot sein sollte. Okay, wenn Dumut im Team ist, wird der Angriff von Parts des Typs Erde erhöht. Setzt Dumut auf eine Viehfarm und es wird manchmal hochwertiges Paaröl abwerfen. Cool, cool. Immer eben schnell so ein Ding hochgenommen. Wollte ich eigentlich nicht, aber es ist jetzt passiert. Ha! Da gehe ich mal noch nicht ein. Technologiepunkt. Ich brauche ein Reparaturset. Sehr, sehr schön. Oh, was glitzert da? Glitzert. Eine Mischung aus Glitzern und Glitzern. Kleine Paarsäge. Hier entsteht immer Kruste. Ich finde das ganz schön. Fertigkeit. Fertigkeit. Ja.
Dann. Sehr, sehr cool. Nee, das wolltet eigentlich schon lange Spaß machen, aber irgendwie habt ihr euch so festgebissen in dem Spiel, dass ihr es einfach nicht hinkriegt. Nicht so viele. Dass ich da jetzt nicht umgekehrt würde. Mit einer Reparaturset. Danke. Und hier. Ach, gedrückt. Danke. Oh. So. So. Als ob. Arbeitstempo plus 50. Er hat einfach nichts von der Kanal. Gut, da weiß ich, wo das hingehört. In welche Kategorie geht. Etwas kalt. Wie kann ich das verbessern? Nehme ich das in Gebäude packe oder was? Sehr schön. Wie sieht's mit dem Hunger aus? Ich muss ich das doch abkommen. Okay. Jetzt ist gut. So. Let's go. Okay. Dann wollen wir noch mal gucken, was in diesem Turm auf uns wartet. Und ob wir da überhaupt reingehen sollten. Aber da steht auch eine Level. Nicht Begrenzung, sondern eine Level-Empfehlung im Grunde genommen drauf. Einfach nur, damit, wenn man wieder so ein bisschen sehr übermütig gewesen ist, weil man irgendwie von Zeit zu Zeit entwickeln könnte, dass man weiß, ja, nee, mach mal lieber nicht. Was ist das? Sport. Oh.
dich. Warum das Rainy so viel Spaß? Seit 10 Minuten. Okay, da kann man dann so 4 von 3 nehmen. Zoe und Grispold. Au! Warum hat er sich denn jetzt plötzlich umgedreht? Also, ich merke, wir brauchen mehr Pfeile. Und vielleicht mal einen von den Gummots. Ha ha ha!
Ey, ich mach halt auch einfach überhaupt keinen Schaden, wie ich will, ne? Autsch. Ei, woher? Also auf die Hälfte kriegen wir ihn runter, gerade so. Und im Wasser. Jetzt ist die Frage, ist das alles im Turm drin? Ja, also da. So. Oder liegt das wenigstens vor dem Turm? Sie kommt. Dann ist es. Okay, also wir brauchen mehr. Mehr von allem. Habe ich jetzt wirklich einfach auch mal probiert? Wie genau sich das darstellt, wenn wir mit einem Boomut da reingehen würden? Aber, um hier auch irgendwann mal zu einem Ende zu kommen, das finden wir dann in der nächsten Folge heraus. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns. Ciao. Dann auch für den Stream. Ich mache jetzt eine Pause und dann spiele ich noch ein wenig.